Wir gehen natürlich jetzt doch einmal rüber zum Hochsprung, denn es ist Versuch Nummer 2 bei 2,19 Meter. Lukas Mihota. Kann er hier noch einen draufsetzen auf seinen deutschen Meistertitel? Ja, und das kann er. 2,19 Meter. Ja. Auch für den Rückwärtssalto reicht es noch. Der Münchner. Unglaublich. Wo war denn das in Finnland? Die 2,19 macht er jetzt hier. Und es geht noch höher. Und selbst Thomas Janda, schauen Sie sich das an, freut sich. Die sind da sehr freundschaftlich unterwegs, die Jungs. Chima Ehenetu gratuliert. Also die haben Spaß. Und das sagt Lukas Mihota ja immer wieder. Das ist das, was motiviert. Spaß am Springen.